habe ich keinen Bock auf das Video, Mann. Richtig krass. Ich würde sagen, wir machen heute einfach so circa 20 Dinge, die ich so niemals sagen würde. Ich habe echt Bock auf das Video heute. Nikos Videos sind echt gut, Mann. Nico ist generell ein guter Kumpel eigentlich. Ich muss sagen, als YouTuber hat Hygiene eigentlich oberste Priorität, Mann. Also den Werbedeal kann ich nicht annehmen, der passt gar nicht zu meinem Publikum. Aber die Choro-Drogerie, die ist echt gut, Mann. Ich glaube, das Video wird mal ohne Monetarisierung hochgeladen. Ich habe mir mal wieder Kommentare durchgelesen. Die sind echt alle positiv. Ich habe halt die beste Community auf YouTube. Also meine Schwester, die kann echt super kochen. Dafür, dass Tim stofft, hat er echt einen guten Körper. Also auf Line, sein Album, freue ich mich am meisten. Das wird bestimmt das erfolgreichste 2015. Da hat die Dagi echt einen guten Fang gemacht, Mann. Simon, seine Haare sehen schon gut aus, Mann. Ich glaube, die stehen mir auch. T-Zone, sein Album, ist echt empfehlenswert. Wenn ein YouTuber gut aussieht, Mann, dann Marcel Scorpion. Also ich muss echt zugeben, ich mache viel zu viel Werbung auf meinem Kanal. In Deutschland gibt es viel bessere Kanäle als mein. Also jetzt vorm Schneiden trinke ich lieber mal nichts, Mann. Ein Bier geht. Also das Bier ist jetzt wirklich das Letzte. Und jetzt fange ich an zu schneiden. Das waren jetzt so circa 20 Dinge, die ich niemals sagen würde. Natürlich jetzt gerade mit Rauschen im Hintergrund. Ihr wundert euch bestimmt, warum das Video so kurz ist oder warum ich 2 Minuten eures Lebens geraubt habe. Dafür von mir keine Entschuldigung. Ich hoffe, nee, ich weiß, dass ihr nächstes Mal wieder einschalten werdet und bei 30.000 Likes.